What is your theme? What would you like to have a look at? Ich mochte der Meeting am Mittwoch, weil es sehr klar, synthetisch und übersichtlich war. Und das war auf einmal eigentlich mit vielen Themen anknüpfen auf eine sehr direkte Art und Weise. Aber was bei mir resoniert hat, war die Fähigkeit beim Orgasmus, sich da fallen zu lassen, also die Intensität, die man erreichen kann. Und das bin ich sehr, sehr weit entfernt, das kommt mir sehr fremd vor oder sehr entfernt vor, obwohl in meiner Beziehung mit meiner Partnerin, wenn wir Sex miteinander haben, es ist nicht unter 30 Minuten, unter 40, also das ist wirklich sehr lang. Das ist, also ich habe Tantra nie gemacht und ich vor kurzem oder vor einem Jahr darüber erfahren, ein bisschen mehr. Und es kommt mir vor, wir gehen schon eigentlich in die Richtung, aber unbewusst. Das heißt, wenn wir Geschlechtsverkehr miteinander haben, das ist jetzt nicht Pokerbau oder das ist, wir eröffnen einen Raum. Und dann, das dauert länger. Und das ist nicht nur Penetration und es ist mal Penetration und dann nicht mehr und dann wieder und dann wieder so. Und meine Art und Weise, umzugehen, um nicht zu kommen, zu ejakulieren, es ist einfach, mich zu blockieren. Wie machst du die Blockade? Wie blockierst du? Also ich atme nicht mehr. Oder ich komme raus und sage Stopp und bleib so. Mach eigentlich das Gegenteil von dem, was ich gerade lerne in dem Unterricht, dass ich hier das einatme. Merke, dass ich bei den Übungen, bei der Atmung atmen, das tut mir sehr schwer, das mich bewegen zu lassen, also da eine Flexibilität zu haben. Ich fühle mich eher zugeschnitten oder blockiert. Und merkt auch, dass in dem Geschlechtsverkehr mit meiner Partnerin mein Ziel ist nicht unbedingt mein Pleasure, aber ihr. Also dass ich so das gut tue. Und ich habe Freude dran, also ich vergiss mich nicht dran, aber bin ich auf der Suche nach meinen eigenen Erlebnissen. Also nach meinen eigenen. Und das ist mir so, es fällt mir jetzt, oder durch den Kurs mit Iva und auch mit der Lektion mit dir, ich war bei dir, das war auch so noch einmal eine Erkenntnis, dass ich nicht auf diesem Weg bin. Und dachte, ah, okay, kann ich dem noch bewusster herangehen und Wie soll ich das sagen? Wie fühlst du dich, wenn du, also nach 30, 40 Minuten, wenn ihr Sex miteinander habt und du dich so abschnürst, also was passiert, wenn du einen Orgasmus hast? Also hast du einen Orgasmus, weil sie einen Orgasmus hat? Hast du einen Orgasmus, weil, also das heißt, was passiert energetisch, physisch, wenn nach 30, 40 Minuten ihr Sex habt? also, genau, es dauert auch länger. Im Grunde genommen, mein Ziel ist nicht das Orgasmus. Mein Ziel ist, glaube ich, ist es, den Austausch mit dir zu haben. Und dann, klar, ich habe schon gerne einen Orgasmus, aber die Orgasmen sind relativ klein. Also, das ist schon okay, ich mag das, aber ja. Und das ist immer, nachdem sie einen Orgasmus gehabt hat, dann habe ich einen Orgasmus. Sie verhüten nicht und das heißt, ich habe, glaube ich, seit Jahren, aber das ist mir auch vollkommen egal, nicht mehr. Also wir verwenden auch kein Kondom, weil sie kriegt Irritation davon.
Das heißt, es gibt immer Arme, man muss achten, aber ich ejakuliere euch meistens, also nachdem sie ihren Orgasmus hat, nicht in ihr und woanders, also ja. Also das heißt, du ziehst raus und hast dann den Orgasmus draußen. Genau, und das ist nicht wirklich ein Problem für mich, da rauszuziehen und Orgasmus da rauszuhaben. Das ist jetzt nicht. Also das heißt, du kriegst sozusagen einen Orgasmus, weil sie einen hat. Oder Wobei ich könnte, also ich mag das schon gerne haben. Also das ist nicht manchmal, also in ihren seltensten Fällen hat sie es nicht. Sie sagt, ich will es, das passt für mich, das war's oder das ist. Und dann kriege ich vielleicht einen Orgasmus. Also das ist nicht abhängig von ihr, aber ich habe es nachdem, also ich erlaube mir das, nach und natürlich. Es nimmt, es hat einen großen Raum dann, dass ich mich da wohin bewege. Ja. Also ich würde erstmal sagen, du bist auf dem richtigen Weg. Ja. Und das ist ein schöner Weg. Seit wann seid ihr in einer Beziehung? Seit wann seid ihr ein Paar? 20 Jahre. Super, toll, 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 klasse. Ja, habt ihr Kinder? Ja, 2 Jahre. Wie alt sind die? 11 und 8. 11 und 8. Und plant ihr noch ein drittes? Seid ihr nachwuchsorientiert? Nee, okay. Und ich habe überlegt, ob ich mich dann die Samen Ja. bis abschneiden lasse, aber Freunde von mir haben das gemacht und deshalb. Bleib im Mann sein. Ja. Wie alt ist deine Freundin, wenn ich fragen darf? Also das heißt, Kinder kriegen könnte noch ein Fall sein, aber ihr habt es nicht geplant. Okay. Also lass mich das mal so aufbröseln. Also es gibt vier unterschiedliche Arten von sexueller, wahrscheinlich gibt es mehr, aber das sind so diese vier Arten, mit denen ich arbeite. Ja, das erste ist Procreation, also Kinder machen. Ja, also Sex ist für Nachwuchszeugen. Ja, wenn ihr Sex miteinander habt, dann gehe ich mal davon aus, dass ihr nicht jedes Mal Sex habt, um Nachwuchs zu zeugen. Nee. Offensichtlich, dann hätte der wahrscheinlich viele Kinder. Also das heißt, da ihr Kinder habt und das für euch auch eine heilige Geschichte ist, ihr liebt eure Kinder, versucht mal Procreation, also Nachwuchs für Sexualität, einfach mal so ein bisschen zur Seite zu stellen, wie in so eine heilige Kiste. Ja? Also das heißt, das ist, was ihr habt. Und dann die Frage an dich. Und das ist, wo ein Riesenwandel stattfindet, ist, und das ist die Frage, die ich schon gestellt habe, möchtest du jedes Mal Kinder haben, wenn du Sex hast? Klar nicht. Klar nicht. Also das heißt, dann sind die anderen drei Arten von Sexualität mehr für dich wahrscheinlich wichtiger. Das nächste ist Recreation. So, Recreation ist alles, was Spiel und Freude und Genuss und Lust und miteinander geil sein und Spaß haben und wild sein und also alles machen, wo du Spaß zu hast, ja. Procreation gehört da nicht unbedingt mit rein, kann aber damit reingehören, ja, wenn du es planst, umso besser, ja. Aber wenn du keine Kinder mehr haben willst, lass es einfach als Spaß und Spiel und geil sein und miteinander sein wollen. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass der Spaß nicht mit einem Orgasmus, der sozusagen für das Procreation verantwortlich ist, endet. Ja? Und das legt wie ein Schalter um in deinem Bewusstsein. Will ich hier Kinder haben oder will ich Spaß haben? Ja? Speziell für uns als Männer ist ganz, ganz wichtig. Der dritte Schritt ist recreational.
No, no, that was the second one. The third, rejuvenation. Also das heißt Erhaltung, Gesundheit, Fitness, fit sein. Ja? Also das heißt, deine Sexualität zu benutzen, um deinen Körper aufzuladen, um sozusagen dich bewusster durch Sexualität in deinem Körper zu machen. Ja? Und der vierte Schritt ist der spirituelle Schritt, Transformation. Ja? Also das heißt, wenn du Sex nach einem bestimmten, also das heißt, du hast es ja gesehen, die Graphic, die ich hatte. Also das heißt, es geht höher und höher und höher und irgendwann landest du in dem Bliss-State. Ja? Der Bliss-State ist dafür da, dass du sozusagen mit deiner Partnerin auf eine spirituelle Reise gehen kannst. Und diese spirituelle Reise, das ist ab einem bestimmten Alter, wenn ihr nicht mehr sozusagen für euren Nachwuchs sorgen müsst, ja, also das heißt, dass die sozusagen aus dem Hause sind, die haben ihre eigenen Sachen gemacht, dann ist die Frage, wo geht eure Reise als Paar zusammen auf einer spirituellen Reise? Und der Bliss-State, das ist das, was passiert, wenn du sozusagen nach einer halben Stunde in diesem Raum, der Raum sich aufmacht, ja, dann ist dieses DMT, Dimethyltryptamine, wird ausgelöst. Also das heißt, du hast sozusagen theoretisch, wenn du atmest, löst du Melatonin aus in deinem Körper, ja? Und dann hast du all die anderen Neurotransmitter wie Oxytocin und Dopamin und das öffnet diesen spirituellen Raum. Und nach jedem Climax oder Ejakulation und Orgasmus, den du hast, ist es für Frauen anders. Aber den du als Mann hast, du kriegst, und das war der erste Graph, ja, du löst Prolaktin aus. Das ist das, was Frauen kreieren, wenn sie stillen. Ja. Und das Prolaktin schießt alles in den Keller. Also Oxytocin, DMT, all die ganzen Serotonin, all die Neurotransmitter, das Euphorike, also das richtig schöne Gefühl. Und das nennt sich ja im Französischen le petit moi, ja? The little death. Weil du sozusagen, du hast diesen kurzen, ah, und dann, ah, und dann ist es auch vorbei. Also die Idee dahinter ist, wenn du auf eine spirituelle Reise mit deiner Frau gehen willst, sozusagen an diesen Punkt kommst und so wie du es schon gesagt hast, Atmen ist ein ganz wichtiger Schritt hier. Bewusstsein und fühlen, speziell in deinem Penis, speziell in deinem Körper, emotional und auch sinnlich. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn deine Freundin, deine Frau, deine Partnerin den ersten Orgasmus hat, dann bleibst du am Ball. Das geht auch so, aber sie kann nicht mehr. Okay. Also das ist eher so, dass sie, also wenn ich sage mindestens eine halbe Stunde, vielleicht war es schon länger, ist eine halbe Stunde oder so. Ja. Und dann, also so ist sie, also sie kann nicht mehr. Ja, genau, also, vielleicht hat sie mehrere davor, aber dann, weil sie im Gegensatz zu mir kann sich sehr gut hineinfallen. Also sie kann, und das ist halt sehr, sehr groß. Also ich weiß nicht, wie oft, die wahrscheinlich es könnte noch größer und öfter sein, das weiß ich nicht, aber es kommt immer ein Punkt, wo dann, puh, Job done. das ist fertig. Ja. Und dann. Und es ist klar, das ist, und dann muss man, man muss auch Dinge tun, man kann auch. Ja, klar. Aber genau, weil ich glaube, ich könnte schon am Ball bleiben und weitermachen. Wie oft hast du oder habt ihr Sex in der Woche? Ja, das ist das andere Problem. Das ist auch der Grund, warum ich das alles hier, also die. Wir haben sehr wenig Sex miteinander, aber es ist so ein Teil unserer Krise. Also wenn wir Sex haben, ist sie sehr schön. Und wir haben jetzt vielleicht einmal Sex im Monat, vielleicht jetzt ein bisschen mehr, seitdem wir dem nachgehen. Oder also es ist nicht unbedingt Geschlechtsverkehr, aber sexuelle Annäherung, also sich einem
Befriedigung oder sie zu mir, ich bei ihr, das ist vielleicht öfter, aber der Geschlechtsverkehr, das bleibt relativ selten, wie einmal im Monat, und das war mal, als es einmal alle 2 Monate, oder das könnte schon so sein. Mhm. Und da er die eine, ja, gut, die zwei Dinge sind nicht related, die, oder vielleicht, ich weiß es nicht, auf alle Fälle, und ich müsste lernen, also dass sie sich, also wie wir zusammenkommen, dass sie sich öffnen braucht, also dass sie sich wohl, was sie eigentlich braucht, dafür, dass sie sich öffnen kann. Und jetzt ist es mir klarer, auch für sie, wir waren bei einer Paartherapie, einer Sextherapie, und ist auch für sie auch, dass sie sich auch einen Schritt auf mich zumacht, vielleicht öfter, also nicht, weil, also nicht mit dem Ziel, wir werden miteinander schlafen, sondern wir jetzt lassen uns aufeinander ein. Donnerstagvormittag um 10, das ist unser Termin, und dann schauen wir, was passiert. Diese Art von Eingeständnis, ich nehme mir Zeit dafür, haben wir mehr, also als dass wir uns öfter treffen. Aber das passiert selten aus dem. Genau. Also, ja, ich weiß genau, wo du bist. Also das sind zwei Sachen, die dir wahrscheinlich sehr, sehr helfen werden. Das erste ist, das, was wir gemacht haben mit dem Objekt, mit dem Fühlen. Ja? Und wenn deine Hände fühlen können, dann kann der Rest deines Körpers fühlen. Und dass du, wenn du dich mit ihr donnerstags um 10 Uhr triffst, dass du eine Verabredung mit dir selber hast, dich selber zu fühlen. Ja? Ohne irgendwas anderes. Ja. Und sie wird an irgendeiner Stelle wahrscheinlich dann auch wahrnehmen und sagen, du bist, das fühlt sich so gut an, was du machst. Und wir als Männer, wir brauchen genau dieselbe Sache, dass unsere Partnerin genau dasselbe macht und uns fühlt, dass sie auch eine Verabredung mit sich selber hat, dich zu fühlen. Ja? Mhm. Das kannst du nicht für sie machen, das muss sie selber machen. Ja? Ja. Ja. Vielleicht ist sie daran interessiert, das auszuprobieren, ja, mit dem Objekt und das fühlen können und fühlen wollen und sich auf das einlassen. Und irgendwann kommt es zu diesem Verschmelzen und das Miteinander sein. Und das ist das Zweite, ist, dass wenn ihr diese Verabredung miteinander habt, dass du sozusagen auch in der Verabredung, auch wenn ihr miteinander schlaft oder wenn ihr miteinander Oralsex oder ein Hand mit der Handbefriedigung macht, dass du für dich bewusst die Ejakulation ausschließt, also dass du dich dafür entscheidest, keine Ejakulation haben zu müssen, wenn du nicht einen Druck hast oder wenn es nicht unbedingt sein muss, ja, oder wenn du es nicht halten kannst, wenn du es halten kannst, dass ihr sagt, ihr habt von donnerstags von 10 bis 12 intime Zeit, ja, dass du die 2 Stunden ohne Ejakulation, ob ihr Sex habt oder nicht, ob ihr miteinander masturbiert oder nicht, ob ihr miteinander oral seid oder nicht, dass du für dich die Entscheidung triffst, ich bleibe in der Energie. Ja, und dass du mit der Energie aus dem Meeting, aus der Verbindung rausgehst. Mhm. Ja. Wie oft ejakulierst du in der Woche oder wie oft selbst befriedigst du dich selbst? Ich habe mich täglich selbst befriedigt, seitdem ich also täglich mal, ja, mal, also ich würde sagen, täglich in bestimmten Phasen, wo mehr Stress war, dann weniger, weil ich habe natürlich einen Raum und eine Zeit dafür gebraucht. Ja. Aber seitdem ich diesen Unterricht begonnen habe, ist es mir bewusst geworden, was ich eigentlich so tue, wenn ich masturbiere, wenn ich mich selbst befriedige. Und das ist eher mein Druckabbau oder eine Kompensation. Und seitdem
versuche ich, wenn ich das tue, einen Raum zu öffnen, um mir was Gutes zu tun. Also dann ist es primary root und nicht die, dass ich zu mir komme und mich flüchte. Und da, es hat sich schon das radikal geändert, dass ich jetzt viel weniger mich selbst befriedige als davor. Also, will ich nicht jetzt gerade schnell zwischen Tür und das so tun. Mach ich es weniger. Ein ganz wichtiger Punkt ist, mach es mehr. Aber ohne Ejakulation. Ja, das habe ich probiert und habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Das war natürlich Thema und ich dachte, oh Mensch, wenn ich diesen Raum eröffne und mich mit mir arbeite und so, nach 20 Minuten oder so, dann wollte ich schon mehr. Genau. Aber der Wunsch, ejakulieren zu wollen, ist ja nicht verkehrt. Ja? Also du kannst ja den Wunsch, ejakulieren zu wollen haben, der kann ja durch die Decke gehen, aber du bleibst bewusst dabei, es nicht zu machen. Es nicht zu tun, ja. Okay. Aber du kannst aber deine Lust voll zulassen. Oh mein Gott, ich möchte so kommen. Und ich möchte mit meiner Partnerin auf den Weg gehen. Ich möchte das halten können. Ich möchte das halten lernen können. Ja? Und da fängt sich in deinem Bewusstsein an, was zu verändern, wenn du das halten kannst. Mhm. Ja? Schaust du Porn? Ja, aber jetzt nicht. Ich hab's, also jetzt seit dem Unterricht, wo ihr wart, dieser Klasse ist weg und ich schaue es nicht mehr an. Ja. Nicht. Genau. Es gibt eine Art, mit der ich arbeite. Also wenn ich mit Männern arbeite, das nennt sich Self-Porn. Also es gibt eine ganz bestimmte Art, wie du sozusagen Pornografie benutzt, um dein Bewusstsein für dein eigenes Körperempfinden zu steigern. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass du nicht andere Leute dabei anschaust. Also das heißt, du schaust nicht andere Frauen, andere Männer, andere Paare, sondern du musst dich selber dabei anschauen können. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt. Also das ist der erste Schritt, den ich mit Männern mache, wenn ich mit denen arbeite. Du nimmst eine Kamera, du nimmst dich selber auf, wenn du masturbierst, kannst dich dabei im Monitor anschauen oder im Spiegel oder wie auch immer. Also du guckst dir selber dabei zu, wie du masturbierst, ohne zu ejakulieren. Du machst das für 20 Minuten und dann schaust du dir an, was du aufgenommen hast. Ja? Geilst dich an dir selber auf und masturbierst zu dir selber, wie du masturbierst. Und davon machst du eine Aufnahme. Okay. Das ist das Erste, was in mir kommt, ist denk, oh Gott, ich muss da auch, weil das Handy, Computer liegt immer rum und die Kinder haben zwar ein, also die Eltern ein Handy und trotzdem, die gehen sofort. Deswegen, okay, wie gehe ich mit so einem Material um? Ja, das ist eine Herausforderung, bewusst. Ja, also wichtig ist, dass du dir dabei selber zuschaust, wie du sinnlich mit dir bist. Ja. Und dass du dir... Ja, vom Spiegel oder mit einer Kamera, also so wie es... Spiegel muss nicht sein, aber also das heißt, wenn du einen Spiegel hast, musst du immer noch dabei eine Kamera haben, wie du dich selber dabei aufnimmst. Ja. Also das heißt, du musst dich selber dabei beobachten können. Und das, was du beobachtest, das, was du filmst, das wird dir hinterher, das ist das Material, mit dem du dich selber antönst. Ja? Und das, was du schaust, was du aufgenommen hast, das filmst du wieder. Ja? Also was passiert in deinem Kopf? Du kreierst unterschiedliche Brücken, unterschiedliche Verbindungen, die du auf keine andere Art und Weise herstellen kannst durch das Visuelle und das Fühlen. Ja. Und
wenn nichts passiert, wenn ich mich dabei zuschaue und ich muss das einfach schauen, dass das passiert. Ne? Ja, also das heißt auch, wenn nichts passiert, dann schaust du dir dabei zu, wie nichts passiert. Ja, und wirklich das auch anzugucken und das zu fühlen, das ist ein ganz wichtiger Schritt dabei. So, mit deiner Partnerin. Will sie öfter Sex, als ihr habt, oder willst du öfter Sex, als ihr habt? Ich will öfter. Du willst öfter, als ihr habt, okay. Ich gehe mal davon aus, dass deine Partnerin, und das ist nur eine Annahme, also das weiß ich nicht, das musst du selber mit ihr checken. Ich gehe mal davon aus, dass deine Partnerin auch bewusst, und das ist mit meisten Paaren, die eine Langzeitbeziehung haben, dass so mehr Sex du hast, der procreative ist, also das heißt, um Kinder zu machen mit Orgasmus, also auch für sie mit einem Orgasmus endet, ja, dass emotional, neurologisch ihr Körperbewusstsein immer noch in Kindermachen-Mode ist. Ja? Und dass das für die meisten Frauen in einer Long-Term-Beziehung der sexuelle Upturner ist, weil sie emotional, körperlich, energetisch immer noch Sex mit Kindermachen verbinden. Ja? Und das ist wo wenn also das heißt, wenn sie keinen Orgasmus haben muss, wenn sie nicht unbedingt kommen muss, also dass wenn ihr 20, 30, 40 Minuten habt, auch wenn sie keinen Orgasmus hatte, dass ihr den Sex beendet ohne Orgasmus, auch für sie. Und dass ihr beide aus der sexuellen Verbindung, auch wenn ihr donnerstags spielt, dass ihr beide aus der sexuellen Verbindung rausgeht. Und die Geilheit, die Erregung, das Sinnliche, das Gefühl in den Tag nimmt und ihr euch dann in der nächsten Woche wieder verabredet. Ja? Also das heißt, wenn ihr miteinander sexuell seid oder auch Sex habt, dass der Sex nicht in der Procreative Corner landet. Also dass ihr straight into das Spielerische geht, in das Fitness, Gesundheit und Transformation geht und dass ihr die Transformation nicht beendet durch einen Orgasmus, sondern dass ihr die Transformation benutzt und dass ihr die Energie in den Tag nimmt. Das wird den ganzen Unterschied machen. Wie fühlt sich das für dich an? Wie hört sich das an alles? Gut, also sich hört sich gut an. Auch da keinen Orgasmus zu haben, auch sie und ich und mit der Energie dazu bleiben, hört sich gut an. Hört sich auch so an, dass man sich vielleicht da mehr, also von ihr aus, beharrt auf den nächsten Treffen. Also ich verrate dir ein kleines Männergeheimnis. Viele Frauen wollen sich hingeben, ja? Und wir Männer müssen uns auch hingeben können, ja? Aber die meisten Frauen wollen sich hingeben und wollen in das Orgasmische sich reinfallen lassen, und viele Frauen wollen dann auch einen Orgasmus haben und haben auch einen Orgasmus, was gut ist, ja? Als Mann, wenn ich in der Position bin, dass ich meine Freundin penetriere, und wenn ich ihre Geilheit in ihrer Joni spüre, so wenn mein Penis richtig anfängt, sozusagen ihre Vibration aufzunehmen, wo ich merke, okay, wenn ich jetzt 2, 3 mehr Stöße mache, Orgasmus. Ja? Ein ganz wichtiger Schritt ist, ich habe Augenkontakt mit ihr, ja? Und ich halte den Augenkontakt und ich sage ihr, dass ich ihr nicht erlaube zu kommen. Und ich sage ihr, wir bleiben zusammen hier in dem Raum ohne Orgasmus, aber mit der Geilheit von einem Orgasmus. Ja? Und in diesem Raum, da werde ich dich penetrieren.
In diesem Raum bin ich der König. In diesem Raum sage ich, was passiert. Ich zeige es dir. Ja? Ja? Also das heißt, du nimmst sozusagen deinen Schwanz und deine Eier in die Hand und deklarierst deine eigene Kraft, deine eigene Macht in einer liebevollen Art und Weise, die du für sie bereitstellst. Ja, interessant, weil ich bin eigentlich lieber das Gegenteil. Ich will unbedingt, dass sie kommt. Also als Erfolg, also für mich ist das. Ja. Ja. Und im Laufe der Zeit, also das heißt am Anfang, als ihr das Paar wart, als ihr miteinander zusammengekommen seid, ja, total verliebt und ihr konntet wahrscheinlich jeden Tag 2-3 Mal Sex haben, ja? Ja. Und dann im Laufe der Zeit, dass das für dich als Mann und für uns als Männer sozusagen das Erfolgsergebnis ist, ich will, dass sie kommt und dann will ich kommen und so weiter und so weiter. Das ist so, als wenn du sozusagen aus der Beziehung den Saft rausziehst. Also das heißt, wenn ihr das wieder miteinander haben wollt, so wie ihr wart, als ihr euch kennengelernt habt, dann müsst ihr den Orgasmus rausnehmen aus eurer Intimität, aus eurer Sexualität. Dein Orgasmus und ihren Orgasmus. Und dass wir dir als Mann für dich selber ein neues Bewusstseinsbild aufbauen, dass du siehst, wer bist du eigentlich als Mann, wenn du nicht das Erfolgergebnis Orgasmus hast. Ja? Spannend, ja. Ja. Okay. Ja, cool, ja, es ging sehr gut. Super. Ja. Ich freue mich, das ausprobieren zu können. Ja, ist super, super toll. Also du wirst wahrscheinlich auf dem Weg an einige Hindernisse stoßen. Es werden wahrscheinlich einige Fragen aufkommen oder du wirst emotional in bestimmte Bereiche eintauchen mit ihr und mit dir selber, wo es schwierig ist, weiterzugehen. Und an dem Punkt ist, wo sozusagen, wenn du möchtest, dass ich dir ein Coaching anbieten kann. Ja, und das ist normalerweise ein 3-Monats-Coaching. Und in einem 3-Monats-Coaching hättest du sozusagen einmal in der Woche 60 Minuten einen Call, wo wir sozusagen mit allem, was bei dir im Leben sexuell mit deiner Freundin los ist, mit dir selber, Selbstbefriedigung, Kultivierung von sexueller Energie, Spiegel, Masturbation oder Aufnahme und es gibt noch ein paar andere Stufen, dass ich dir sozusagen auf dem Weg dir sozusagen als Guide zur Verfügung stehen kann. Ja? Also das heißt, dass du mit allen Fragen kommen kannst und wie gesagt, das ist für 3 Monate, wenn du das willst. Ist das was, wo du daran interessiert wärst? Ja, also gerade akut jetzt nicht, aber schon, ja, schon. Und jetzt nicht gleich dort was tun, aber es ist etwas, was ich gerne verfolgen möchte. Und ich kann mir vorstellen, dass es, also ich glaube, ich muss dann da lieber auch Zeit vergehen lassen. Klar, ja, ja, ja. Schauen wir so, aber an sich ist es schon etwas, was ich verfolgen möchte. Und, also. Ja, also ich würde dir an der Stelle als Mann empfehlen, klar, bring das Training mit Eva zu einem Ende. Ja? Alles, was du lernst und was du gelernt hast, benutze es und hab Spaß. Und das auch, was wir heute gemacht haben, versuch das anzuwenden. Ja? Und probier Sachen aus. Geh auf eine Reise mit deiner Freundin oder mit deiner Partnerin. Geh tiefer und an irgendeinem Punkt, wenn du fühlst, okay, ich möchte jetzt einsteigen, das Angebot besteht, du kannst dich jederzeit gerne an mich wenden und bin bereit, dir ein Sex-Coaching anzubieten für dich als Mann und wann immer du bereit bist, kannst du gerne jederzeit an mich zurückkommen. Ja, gerne. Ja. Und du machst es auch was für da oder?
Ja. Also das heißt, ich habe unterschiedliche Arten, in denen ich arbeite. Ich arbeite mit Männern, ich arbeite mit Frauen und wenn ich mit Paaren arbeite, arbeite ich mit der Frau, ich arbeite mit dem Mann und ich arbeite zusammen mit dem Paar. Also das heißt, in abwechselnden Sitzungen. Ich mache das online, also das geht sehr gut. Also das heißt, ich habe auch eine sehr gute Möglichkeit, sozusagen bestimmte Sachen zu zeigen. Ja. Und es gibt aber auch Paare oder Individuen, die dann hier nach Stockholm fliegen. Und das heißt, ich habe hier einen Sessionraum, in dem ich arbeite. Ich habe einen Raum, wo Leute schlafen können, dass die dann sozusagen mal einen ganzen Tag kommen oder ein Wochenende kommen und dann sozusagen auch individuelle Körperarbeit und Betreuung mache und euch dann noch Sachen zeigen kann, die ihr wirklich auch wollt. Du bist in Stockholm. Ich bin in Stockholm, ja. Und wirst du es gibt eine Woche in Schweden, es gibt so eine bekannte Retreat, oder ich weiß nicht, wie das heißt. Bist du da auch dabei, oder? Was ist das Workshop, Seminar, Kongress? Ja, es gibt unterschiedliche Sachen hier. Es gibt Festivals. Also das heißt, ich habe jetzt gerade ein Training gemacht. Das ist ein De-Armoring-Training, wo ich mit Leuten, mit Therapeuten gearbeitet habe. Also das heißt, die sozusagen diese Methode anwenden wollen mit Paaren oder Individuen. Und es gibt unterschiedliche Workshops und Retreats, die hier angeboten werden in Stockholm. Also du hast wahrscheinlich von einem oder einem anderen gehört. Aber es gibt viele. Es gibt viele Angebote, ja. Ja. Okay. Vielen Dank. Gerne, gerne. Ich meine, wir haben Bekannten in Schweden und auch in Stockholm. Wir sind immer wieder in Stockholm. Also, immer wieder. Also, wir haben die Möglichkeit, dann nach Stockholm zu sein, zu schlafen. Wir kennen da Menschen und so. Ja. Die nützen teilweise die Gelegenheit. Also, ja. Ja, also gerne, wenn du und deine Freundin, ihr zusammen, oder ihr seid verheiratet, deine Frau, richtig? Ja, das ist nicht wahr. Okay, deine Partnerin. Also das heißt, wenn ihr sozusagen gemeinsam auf diese Reise gehen wollt und wenn ihr gemeinsam Sachen ausprobieren wollt, ist genauso wertvoll, als wenn du es für dich selber machen willst. Also, oder vielleicht, ich arbeite auch nur mit Frauen, dass ich dann nur Frauen etwas zeige. Also das heißt, wenn du mit deiner Frau sprichst und sie sozusagen jemanden möchte, mit dem sie sozusagen arbeiten kann, funktioniert das auch. Also das heißt, ich bin da sehr offen für Prioritäten, die Paare haben und Individuen haben und habe dann einen sehr starken Code of Ethics, mit dem ich arbeite. Und habe da eigentlich auch super Erfolgsergebnisse mit Leuten, wirklich auch in ihre sexuelle Freiheit zu kommen. Und es ist ja auch im Wesentlichen, als ich mit Eva angefangen habe zu arbeiten, in 2015, als sie zu dem Seminar gekommen ist, Self-Service-Seminar, also das heißt, sie war am Anfang Student und hat damit dann gearbeitet und hat dann ihren eigenen Durchstart gemacht. Und ich liebe es auch, sie zu unterstützen und sozusagen ihre Arbeit weiterzuhelfen, weil es einfach auch, ja, also das heißt, es geht ja dann auch weiter auf eine andere Art und Weise. Okay, dann lass uns das mal beenden für heute. Vielen Dank für deine Zeit, dass du dich an mich gewendet hast. Und wenn wir das beenden, würde ich gerne ein paar Worte, Sätze von dir hören. Was ist das größte Aha? Was hat sich für dich am besten angefühlt? Was ist das, was du für dich mitnimmst aus diesem Call? Also für mich war Aha in Bezug auf meine Freundin, dass sie jetzt auch nicht einen Orgasmus haben muss. Also genauso wie ich, wie sie in den Kopf zu sehen. Das hätte ich überhaupt nicht denken können, dass da auch... und das Schöne ist auch, mit einem Mann drüber zu reden. Das fühlt sich auch gut an. Die Art unmittelbare Komplizenschaft, also Intimität und Komplizenschaft durch die Tatsache, dass wir das sind, stellt sich eher sofort. Und das ist schön, über Intimität und Sexualität mit dem Mann zu reden und von einem Mann beraten zu werden. Wunderbar. Ja.
Interessant. Ja. Genau. Okay, wunderbar. Dann wünsche ich dir einen ganz tollen Tag. Wenn du dich inspiriert fühlst, teile deine Erfahrung von dem Chor mit den anderen Männern mit. Was ist deine Erfahrung? Fühl dich offen und frei, über das, was du hier rausgefunden hast, zu reden. Und also das sind noch ein paar andere Männer, die sind an dem Call, und inspiriere andere Männer. So seine Inspiration für andere. Okay. Hab einen schönen Tag. Danke für den Call. Freue mich, von dir wiederzuhören. Bye. Ciao.